It was all a lie. Makros sold us a vision he never believed in. He would destroy us. We just didn't know it yet. We were warriors, but he turned us against each other. Brother against brother. And despite all the maneuvers and all the strategy, in the end, it was going to be either me or him. Makros was the better warrior that day. He left me for dead, but I survived. Makros thinks the war is over, but our fight has just begun. This won't be easy. They've got 1,000 men in there defending her. If anyone can get in there, Orin can. You understand how important this mission is. The weapon we need is inside this temple. Sir! You can count on us. You two cover the back. I'll take the front. Hallo zusammen, einen schönen Freitag und frohe Weihnachten wünsche ich euch jetzt erstmal. Wir machen wie heute angedeutet nur ein kleines angespielt, weil ich heute unbedingt noch streamen wollte. Aber wollte jetzt nichts weiter spielen, was jetzt irgendwie außerhalb, was so regulär ist. Ich wollte jetzt nur kurz ein bisschen was anspielen und dann soll es das auch sein, weil ich später weg bin. Und dachte mir, dann passt das mal gut zu Godfall. Fand ich nämlich immer interessant vom Aussehen, von der Optik und so weiter, aber es wurde immer gesagt, dass es, ja, hat nicht die guten Bewertungen gekriegt und jetzt einfach mal gucken, ob das so ist, wirklich. Mal sehen. Also hübsch ist es ja schon mal. Gut sieht das aus. Yves Mono, hallo, frohe Weihnachten wünsche ich dir, dankeschön. Das auf? Nee. Schauen wir mal, ob das Spiel so mies ist, wie Bewertungen es sagen. Können wir uns jetzt heute mal ein paar Stunden angucken. Wenn es wirklich nicht so gut ist, dann wird auch kein nächster Stream davon da kommen.
Finde den Eingang des Sonnenschmiedetempels. Ah ja, okay. Is your armor holding up? It's sluggish. Das ist, wie heißt die Edition? Weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall eine Edition, wo ich nur das Endgame spielen kann. Das ist auf jeden Fall von PS Plus. Halt gratis und das ist aber eine offizielle Version. Challenger Edition ist das, glaube ich, heißt die. Und da spielst du nur das Endgame. Kein Leveln oder so. Wahrscheinlich jetzt so ein Tutorial und danach bis im Endgame. Ich habe keine Ahnung, aber so kann man sich wenigstens mal angucken, was da so los ist. Ziele auf die aktiven blauen Phasenknoten. Halte Eis, um dich in diese Richtung zu teleportieren. Ah ja, okay. Leichten schweren Angriff, okay. Na gut. Also grafisch, wie man eigentlich immer schon an den Bildern gesehen hat, ist es wirklich wunderschön. Also traumhaft. Aber ist nun mal ja bekanntlich nicht alles. Oh. Können wir aber doch kurz nachgucken. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht ein reiner Next-Gen-Titel war, als sie den rausgebracht haben. Nee. Also ich habe jetzt mal bei Amazon geguckt, da sehe ich nur PS5-Versionen, wenn ich Godfall PS4 eingebe. Also kann sein, dass es keine... dass das ein reiner Next-Gen-Titel ist. Okay. Für die Anfangsgegner brauchen wir noch keine Kombis. Ja, also die Grafik ist wirklich der Hammer, also what the fuck. Also, die catcht mich auch gerade richtig. Die ist echt noch ein bisschen hübscher, als ich das sogar in den Bildern in Erinnerung hatte. Dann ist jetzt nur die Frage, wieso ist das Spiel nicht so gut? Angeblich so. Man muss es mal sehen, ob wir das herausfinden können. Ach so, das ist ein Heilding, braucht man nicht. Wir sind voll, haben volle Gesundheit. Kann der springen oder sowas? Ne, springen kann er nicht. Aha. Weil das erstmal die... Ja, weil ich das... Ich hatte das mal nachgeguckt und da stand, dass die meisten Streamer 30 FPS streamen, weil das halt auch ziemlich Leistung frisst und viele... von ihrem Internet aus die 60 FPS mit Full HD nicht gucken könnten. Die meisten streamen, wo ich angefangen habe, HD nur und dafür 60 FPS oder Full HD und 30 FPS. Und da war einfach nur, da habe ich mich halt durchs Internet gegoogelt. Das hat keinen bestimmten Grund. Müsste ich halt vielleicht mal gucken, ob das funktioniert. Sagen wir es so, ich habe auf jeden Fall lieber konstante 30, als wenn ich 60 haben will und das wackelt die ganze Zeit, weißt du? Und dann hat es 60 mal 57, dann ist es die ganze Zeit dafür nicht so richtig flüssig. Geiler sieht das auf jeden Fall aus, da gebe ich dir komplett recht. Sir, you're still injured. Doesn't matter. We have a job to do. In den Dingern ist ja nie was drin, ne? Doch, wohl. 6 Dinger haben wir schon gesammelt. Drücke R3, um einen Niederschlag auszuführen. Oh. R3. Also. Okay. Ja, richtig. Und wie gesagt, einfach... Konstante 30 ist halt flüssiger als 60, 57, 60, 54, wenn das so wackeln würde nachher.
Weißt du, da muss die Internetleitung auch bei mir ja total konstant top sein. Da darf ja kein Wackler dann drin sein. Weiß dann einfach nicht, was besser ist. Ich könnte es mal probieren, auf 60 FPS zu streamen. Ich denke, bei so Spielen wie Battlefield oder hier, das macht es auf jeden Fall was aus. Bei Skyrim wiederum ist das relativ egal, denke ich mir. So, können wir ausweichen? Wie kann ich denn... Wie kann ich denn... Oh. Wie kann ich denn... Oh, wei, wei. Müssen. Oha. Okay. Bin ganz schön auf die Mütze hier. Nassseife, hi. Ich dachte, das Upgrade zur Vollversion kostet nur 14. Hier bei Godfall jetzt? Wie gesagt, ich spiele das jetzt die ersten Minuten meines Lebens ungefähr. Ich habe ja jetzt nur die PS Plus Gratis-Version. Jetzt ist ja diese Challenger. Und wenn man das dann upgradet auf das gesamte Spiel, kostet das 45 Euro oder was? Das wäre frech, ne? Also. Voll viel Geld. Dann haben die das im PS Plus reingetan, um zu locken und dann nochmal richtig abzucachen. Würde ich mal behaupten. Gefährt, um Gesundheit wiederherzustellen. Warum muss ich das tun? Ich finde doch hier überall Sachen. Sollte man das immer alles kaputt machen? Manchmal sind da so blaue Sachen drin. Ah, da kommen wir direkt mit R. Ne, doch nicht mit R3, okay. Kann ich die denn. Können wir noch ein bisschen Gesundheit sammeln? Machen wir mal besser. Geil. Schon mal überhaupt nicht getroffen. What the fuck? Macht der überhaupt nicht. Ah, das ist auch ein Verteidiger. Okay, das macht ja dann Sinn. Okay. Genau, die hatte ich auch. Wollte upgraden, dass ich die Story zocken kann. Bitte mal. Hab's dann gekauft. What? Okay. Das ist ja auch ein bisschen. Ein bisschen arg blöd. Weil zumindest ist es nicht klar, von denen dann mal ne? Was du kriegst für dein Geld. Hätten sie dann mal ein bisschen genauer da hinschreiben müssen. Ja, ich bin jetzt heute eh nochmal drin, weil ich, wo ich mir die PS5 geholt hatte, war das so mein Game, was ich eigentlich mir hätte zum Release vorstellen können. Hab's dann nicht geholt, wegen den schlechten Bewertungen. Und ja, so ist das jetzt mal. Und Heiligabend gucken halt, denke ich mal, nicht so viele Leute zu, da weil die auch nicht so viel Zeit haben, eventuell. Und da habe ich mir gedacht, spielst du mal ein Spiel an. Dann gucke ich mir das jetzt einfach mal an und mal sehen. Ich kann mir halt vorstellen, wenn es nicht Vollpreis ist, könnte es sogar ein ganz gutes Spiel sein. Aber so Geschichten, wie du erzählst, machen es dann schon wieder so ein... Ja, hast du wieder so einen faden Beigeschmack, sage ich mal. Was? Haben die denn schon irgendwas gesagt?
Also von wegen, ja, du bekommst das Geld zurück oder nee, du bekommst die Edition, die du eigentlich auch haben solltest, weil das ist ja nun mal offensichtlich ein Fehler bei denen. Alte L1 mit deinem... Ach, ich habe ein Schild. Dann... Oh. Well. Okay. Baller mal. Bam, Alter, und jetzt du. Frage ist, ob das jetzt hier schon zum Endgame gehört. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist wahrscheinlich jetzt einfach nur Tutorial, ne? Und danach springen wir gleich irgendwann ins Endgame wahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Wieso? Der Support meinte, dass das ein Fehler ist. Er hat dann meine Version. Ah, okay. Ja gut, das ist dann allerdings guter Support, würde ich mal sagen, ne? Dass sie erkannt haben, dass da irgendwo ein Fehler ist. Besser als sich dann auch noch doof zu stellen und zu sagen, nö, dann dein Fehler, Pech gehabt oder so. Ja, trotzdem natürlich ärgerlich. Wirst du es nochmal probieren, die Vollversion zu kriegen, oder lässt es jetzt sein? Schildwurf. Halte L1 zum Zielen, drücke R2 zum Schild werfen. Fügt Gegner Schaden zu und wirft sie zu Boden. Schildwurf hat eine geringe Abklingzeit. R1 zum Zielen. Und R2. Jo. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Nein, ich möchte den machen. Aber was geht denn hier ab? Oh. Ach, den kann ich nicht angreifen, weil der diese Verbindung da zu dem anderen Typen hat. Okay. Oh, ich habe egal riesige Übersicht. Mehr da. Die Frage, die Kamera fühlt sich mega träge an. Vielleicht muss ich da noch mal was umstellen. Oh, hier spawnen Gegner einfach so. Ach so, gut. Wenn man das weiß, machen wir das. Dann müssen wir den noch mal wegmachen. Okay. Ja, hätte ich einen Fall im Paper geöffnet, hätte ich oder so mein Geld wieder bekommen. Nee, es kostet jetzt wieder 5 Filter und das lohnt sich gar nicht, weil es nicht. Oh, okay. Ja, gut. Wirst du das dann im Laden doch mal holen gehen? Macht das so viel Spaß, das Spiel? Dass das jetzt, also, dass es das wert ist? Also, hat man damit viel Spaß? Steht ja immer, dass das ziemlich eintönig sein soll und so weiter und so fort. Alter. Weiße Faden schon gedrückt. Ah ja, wo denn? Ach, da oben. Ja, ist klar.
okay, okay. Dann. Hier wird ein Fotomodus oder sowas. Nö. Sag mal ganz kurz. Kurz das Hut aus. Ich möchte mal einmal kurz ein Foto machen. Hier ist nämlich. Nein. Hier ist nämlich bildhübsch. Wirklich traumhaft. Warte mal, können wir irgendwie noch. Gegner, Tutorial, Gegner, Gesundheitsseiten, Gegner anzeigen. Zielkurven. Softlocking, Zielhilfe. Nein, ich möchte, dass die Aufgabe nicht angezeigt wird. Vielleicht Performance hat Vorrang. Ja, richtig. Ja, schade. Hier wie das hier ohne Hut mal so ein Foto machen. Ja, schon was. Machen wir halt einfach so. Ich einfach nur ein Foto haben. Ja. Okay. Dann machen wir es halt wieder an. Ich weiß nicht, dass sie jetzt. So, alles. Die Kampfhut kannst du ausmachen. Oh, egal. So, weiter geht's. Oh, okay. Alles klar. Ja, mal sehen. Deswegen habe ich mir das für den heutigen Tag so vorgenommen. Ich habe heute eh nicht so viel Zeit, ne? Und heute Abend auch noch Familie. Und da habe ich gesagt, guckst du heute hier ein bisschen rein. Ich wollte ihm zumindest mal eine Chance geben. Roter Machtangriff. Ein Machtangriff kann weder pariert noch geblockt werden und wirft dich stets zu Boden. Weiche ihm aus. Eieiei. Muss ja in dem Gewusel dann erstmal mitbekommen, wenn da so ein rotes Ding aufblinkt. Da ist eine Truhe. Mal sehen, was wir finden. Hinter mir. Also meinst du die Kiste, wo ich jetzt gerade hinrenne, oder? Und, hi. Machen wir mal rein. Ah ja, okay. Viel Gesundheit, wenn wir was brauchen. Das sieht schon wieder groß aus. Könnte schon wieder... Was passiert hier jetzt? Oben steht einer im Ring. Okay, Bosskampf, sagst du? Hänger, beziehungsweise Phalanxa. Okay. Oh, weg. Okay, das war dieser rote Angriff, das ist in Ordnung. Oh, das brennt. Okay. Warten wir mal ab. Nein! Okay.
Das hat mir doch ein bisschen Respekt eingejagt. Oh. Was? Ah, okay. Geisterblick. Okay. Muss ich mal gleich gucken. Nach dem Kampf oder so. Wie ich das sehen kann. Hello, Orin. I knew I'd see you again someday. And you know why I'm here. Ja, macht ja gar nichts, aber ist ja gut zu wissen. Dann kann ich da gleich mal, mal ein bisschen auf dem Controller rumdrücken. Ja, gut zu wissen. Ja, geht doch schon weiter. Ah, nee, noch nicht. Gucken mal. Dreieck. Nein. L2. L1. Damit block ich. X. Was macht der denn jetzt? Ach, ausweichen. Viereck. Da geht nichts. Ach, das war heilen. Dreieck. Ah, dann, oh, damit kann man sich sofort umdrehen. Das ist ja voll praktisch. Das ist ja genau das, was nicht... Okay. Das ist 32 Meter. Hm. Ich guck mal, Controller belegen. Die Waffen blocken, parieren, schwerer Angriff, leichter Angriff, Lebenssteinwaffe wechseln, interagieren, ausweichen. Ach. Ach, Rundenzorn. Geistblick. Ah, Geistblick, okay. Vielleicht ist das noch nicht freigeschaltet, weil ich im Tutorial bin. Auf jeden Fall drücke ich da gerade drauf, wo es drauf steht. Also Geistblick habe ich gefunden. Dann machen wir mal weiter und gucken, ob das dann gleich besser oder gleich funktioniert. Oh, Level 2. Morphsteine. Morphsteine sind unidentifizierte Beute und tauchen in 5 Seltenheitsstufen auf. Gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, episch und legendär. Ah ja, also wie in WoW die Farben hier. Ja. Okay. Wissen wir da auch Bescheid. Dankeschön, Dankeschön. Einzige, wo ich mich noch, glaube ich, ein bisschen länger mit dran beschäftigen muss, ist die Kamera. Ansonsten macht der Kampf an sich ja erstmal Spaß. Ah, da ist wieder so ein blaues Ding. So, was haben wir hier? Noch mehr blaue Dings. Auf. Ah ja. Aber was ein. Beben. Ah, wir haben eine neue Waffe. Okay. Drücke das Pad, um das Ausrüstungsmenü zu öffnen, um eine Waffe auszurüsten. Macht verbessert deinen Waffenschaden, Vitalität, deine Maximalgesundheit. Geist verbessert die Lebenssteinerholung und deine deinen Fähigkeitsschaden. Okay. Nadel. Gewöhnlich lang Schwert. 20. Er macht auch 20. Aber wir können den ja einfach mal ausprobieren, würde ich mal behaupten. Ach herrje. Da haben wir gar kein Schild mehr. Da bin ich eigentlich schon mal gegen. Dann haben wir hier nichts. Fertigkeiten. Ein Fertigkeitspunkt. Waffentechniken. Drücke L2 und R2, um eine Nordtechnik auszuführen. 2 und R2, um eine Südtechnik auszuführen. Opa Fabi, hallo. Ja, hört sich ja gut an. Scheint sehr, sehr zu
suchten dann auch. Was? Das Spiel hat so schlechte Bewertungen und da hatte ich dann immer die Finger davon gelassen, bis es jetzt halt gratis für PS Plus war und dann habe ich gedacht, ich guck's ja da aber trotzdem mal rein. Drücke L2 um die Nordtechnik. Schildwurf. Drücke L1 und Kreis, um einen Bogenschildwurf auszuführen, der alle Gegner in seinem Flugbahn trifft. Das hört sich eigentlich ganz geil an, würde ich behaupten. Wenn man eh schon am Blocken ist. Ich nehme mal das, glaube ich. Erwerben. Okay, dann sollten wir wahrscheinlich eher wieder das Einhandschwert nehmen, weil sonst haben wir ja gar kein Schild. Das macht ja gar keinen Sinn. Da haben wir immer ein Schild. Nee, kann ich mir vorstellen. Rüstkammer. Ausrüsten. Favorit, Überlieferung. Okay. Haben wir, glaube ich, alles erstmal getan, was wir so tun können, oder? Ja, gut. Sehr schön. Können wir gleich den Bogenschildwurf direkt mal testen. Ja, es hat ziemlich schlecht, also nicht ziemlich schlechte Bewertung, ne? Aber wo ich die PS5 bekommen habe und ich habe mir die ganzen Launch-Titel angeguckt, war das hier eigentlich meine Wahl. Und dann habe ich die Tests abgewartet und dann wurde das nicht gut bewertet. Also, und dann habe ich halt Demon's Souls geholt. Und habe halt auf ein Angebot gehofft oder dass es jetzt halt mit der Challenger-Edition gratis ist. Freut mich natürlich jetzt so. Also die Grafik ist ja schon wirklich genial. Nur mal sehen, warum die schlechten Bewertungen da sind. Ich tue mich noch ein bisschen schwer mit der Kamera, aber das ist ja, denke ich, mein Ding. Ich glaube nicht, dass die Kamera an sich schlecht ist. Vollversion ist auch zu empfehlen. Okay. Ja, mal sehen. Vielleicht wird aus dem Anspielen dann ja ein längeres Spielen. Ist ja nicht ausgeschlossen. Ich weiß ja jetzt noch nicht, wie ich das neben Skyrim unterbringen soll, aber warum auch nicht? Achso. Mal auf. Was für ein Kram, den man da sammelt. Is a weapon like no other. It has the power to reshape reality. And your brother controls it. For now. He nearly has the power of a god. And you are a man. An injured man at that. I didn't come here for your encouragement, Sanctum. Ja. Aber vielleicht scheinen sie so dann auch ein paar Leute zu kriegen. Vielleicht war es einfach dann, sage ich mal, für ein Vollpreis-Spiel, dass die Bewertungen so waren. Dadurch, dass man es jetzt halt so hat. Wenn du für ein Spiel 70 Euro ausgibst, erwartest du natürlich eh ein bisschen mehr, als wenn du es für umsonst oder für 10 oder 20 Euro kaufst. Ich hoffe, dass so. Ich kann mir die ganze Zeit Sachen einsammeln. Ich hoffe, das macht man auch immer. Noch in dem Skyrim-Loot-Modus. Und deswegen sammle ich hier jetzt einfach mal alles ein. Der Geistmodus geht noch immer nicht, aber wie gesagt, vielleicht kommt das jetzt gleich noch im Tutorial. Ich urteile eine Waffe wieder. Guck mal. Das ist ja auch blöd. Also, nee, erstmal eigentlich nicht blöd, aber dadurch, dass wir ja dieses Schild, diesen Schild-Skill gekauft haben, würde ich jetzt erstmal noch beim Einheit bleiben. Schon hungrig? Ja, geht. Ich habe gefrühstückt. Aber der Hunger wird gleich schon noch kommen. Auf jeden Fall.
Muss hier nicht alles sammeln. Oh, okay. Dann. Kriegen jetzt erstmal das Schild um die Ohren. Oh, warte, stopp. Hey, du Heini, hör auf damit. Die scheinen auch nichts zu droppen zum Looten. Ansonsten leuchtet das ja alles hier. Sehr, sehr bunt. Wenn du dann langsam reingekommen bist, probiere die Doppelklingen. Ah, okay. Ja, kann mir vorstellen. Es müsste ja sein wie die Doppelklingen bei Dark Souls 3 meinetwegen. Da gibt es ja die ja auch. Und wenn man dann irgendwie mal drin ist, dann sind die ja auch total super. Wenn man das Schild nicht mehr braucht. Just some tool at your disposal, Auron. We will discuss this when I get there. Okay. Ring des Ritters. Oh, wir haben was bekommen. Wieder. Ring. Ach, wir haben schon zwei Ringe. Rittergewöhnliche Macht. 20. Ja. Und... dann noch den hier. 26 Macht. Plus 16 physischer Schaden. Gut. Da haben wir Amulett schon. Nee. Das ist ein Glücksbringer. Haben wir auch nicht. Ein Banner. What? Und Waffen. Und das zweite. Brauchen wir ja jetzt so nicht. Okay, alles klar. Dann. Opa Fabi, vielen lieben Dank für dein Follow. Dankeschön. Und herzlich willkommen. Also bis jetzt finde ich das Spiel auch recht nice, muss ich sagen. Ein Bronze-Animus. Er macht Schaden. Mal weg. Weiter. Da geht's weiter. Aber hier waren hinten auch noch Gegner. Vielleicht ist da nochmal eine Truhe oder sowas. Jo. Dieser Schildwurf ist aber ziemlich gut, finde ich. Was auf Distanz zu haben, kann ja nicht falsch sein. Oh, oh. Ich bin tot. Alter, okay. Dann machen wir das nochmal. Oh, nur der ist noch da. Das ist ja eigentlich ganz fair. Naja. Haben wir den ersten Tod wenigstens auch mal geschafft, ne? Das ist ein Spiel, wo man nicht stirbt. Ah gut, dann habe ich mich mit dem Schildwurf ja dann instinktiv mal ganz gut entschieden. Freut mich ja zu hören.
Ja, können wir ja gerne mal machen. Wenn ich jetzt mal irgendwann noch ein bisschen reingekommen bin, warum nicht? Kann man dann Sachen auch auf jeden Fall mal zusammenspielen. Der kann nichts. 26. Niederschlagungsschaden. Okay. Den ziehen wir dann als zweites an. Geil, die ganzen Items. Ach, ich fange schon wieder an, alles klein zu hauen. Wir machen ja das zweite. Okay, dann. Ach, der ist schon tot. Ja, das war ja ein Lushi. Ich versuche mich aber direkt schon mal an das Ausweichen zu gewöhnen, damit ich auch später vielleicht dann weniger Probleme habe, auf die Doppelklingen zu wechseln. Block, so wenig es geht. Achso, das ist der gerade einen blöden Strahl hat. Nein, falsche Richtung. Auch mal wegzugehen. Ich will dich töten. Ja, im Moment wird man wahrscheinlich fast nur PS5-Spieler finden, weil es halt eben bei PS Plus ist, ne? Würde ich, glaube ich, sagen. Wie lange spielst du das Spiel denn schon? Also wenn du es jetzt auf dem PC hast, schon länger dann wahrscheinlich. Hänge? Oh, okay. Nice. Kampfsystem macht aber eigentlich echt Laune. So, okay. Und ich dachte halt, dass ich habe eigentlich gar nicht auch kaum noch damit gerechnet, dass es so viele spielen, weil es halt jetzt auch schon länger draußen, ne? Aber scheint immer noch gut gespielt zu sein, teilweise. Verwende R1, um einen Teil der Gesundheit des Gegners in Seelenbrecher-Aufladung umzuwandeln. Verwende R2, um Seelenbrecher-Schaden zuzufügen, der Seelenbrecher-Aufladung des Gegners entspricht. R1, um Seelenbrecheraufladung zu erzeugen. Ah, ich habe einen Seelen gebrochen, jawohl. Cool. Stufe 18, okay. Bin ich wahrscheinlich schon massig Stunden von entfernt. Ah, okay.
können wir hier jetzt schon mal looten. Wieder ein Ring. Kann nur zwei tragen, was soll das denn? Niederschlagungsschaden oder plus physischer Schaden. Ich würde den, glaube ich, behalten, weil das ist ja den Schaden, den ich permanent eigentlich mache, würde ich sagen. Gucken wir mal. Waffentechnik-Schaden. Müsste eigentlich der Schildschlag ja zugehören, ne? Deswegen müsste das doch ganz gut sein. Gehen wir mal weiter. Okay. Mit wie vielen Leuten in der Gruppe kann man denn spielen? So, noch einmal Seele brechen. Oh. Oder sterben. Oh, Level 3. Ja, der Wahnsinn. Oh. Drei Mann. Oh, okay. Da ist dann bestimmt einiges möglich an Kombinationsmöglichkeiten. Oder gibt es da sowas wie so eine Meta, sage ich mal, damit du mitgenommen wirst? Ah, da ist nicht. Ja, müssen wir wahrscheinlich hier lang, oder? Jo, da steht schon wieder so einer. Den habe ich ja hervorragend nicht getroffen, will ich mal behaupten. Noch nicht so tragisch. Okay, macht die Story denn Spaß oder ist man dann eher so froh, wenn man durch ist, damit man halt das Endgame spielen kann? Das wird ja nun auch ein Grund geben, warum es halt diese Challenger-Edition gibt, ne? Sag ich mal. Wo steht mal der hier? Ein schöner Heli hier. Schildparade. Ach hey Gott noch. Drücke L1 zum Parieren. Drücke dies unmittelbar vor einem eingehenden gegnerischen Angriff. Eine erfolgreiche Parade schenkt dir ein kurzes Zeitfenster, in dem der Gegner verwundbar ist. Oh no. Das kann ich ja schon bei Dark Souls nicht. So, ist schon okay halt. Ja, okay. Ja, das ist natürlich... Richtig, ne? Hier, das denke ich, ist noch Tutorial. Also noch bin ich ja nicht im Endgame, oder? Ich denke, das wird so ein Tutorial sein. Und danach werde ich aber halt wahrscheinlich die Story einfach komplett überspringen, ne? So. Jawohl. Ja. Ah, okay. Schön. Haben wir das auch geschafft. Dringe tiefer in den Sonnenschmiede-Tempel vor. Die Möglichkeit ist ja auch echt nicht schlecht. Wenn du die Möglichkeiten in der Vollversion ja auch hast, dann ist das ja schon schick. Dann kann man ja sagen, euch. Erstmal spiele ich dann die Story, aber dann kannst du halt
immer wieder im Endgame einsteigen. Ist halt auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Oh. Truhe. Wieder irgendwie diese Glänzedinger gekriegt. Ja, okay. Ja, mal sehen. Find's jetzt halt cool, dadurch, dass man das mal jetzt gratis testen kann. Wenn es einem dann gefällt, wieso dann nicht die Vollversion vielleicht noch holen? Oh, nee. Meißel, wir haben eine grüne Waffe. Die müsste ja besser sein als das, was wir jetzt haben. Ne? Wir haben, glaube ich, noch eine normale. Okay. Wir verwenden die mit 20. Die hat 25. Die hat auch 25. Polaritäts, Ladegeschwindigkeit. Oh, Doppelklingen. Langschwert. Ah, okay. Das ist ein ungewöhnlicher Kriegshammer. Ja, die schon mal eigentlich nehmen. Jo, okay, Odeosos. Viel Spaß beim Rauchen. Und Opa Fabi auch. Ja, Darksiders 1 war aber auch cool. Ja, habe ich auch damals gespielt gehabt auf der PS3. Genau, PS3. Sehr schön. Dinge tiefer vor. Machen wir. How could you possibly defeat your brother and all his forces? Tell me. I'll find a way. I just need to get inside the monolith. Sollte man das hier benutzen? So, egal, wo ich die Treppe hoch rauf oder. Gehe ich mal von aus. Jo. Drei auf einen Schlag. Oh. Ey. Nimm dich. Oh, so einer. Achso, ich weiß die ganze Zeit aus. Falsche Taste gedrückt. What the fuck? Das ist schon so. Warum greift der denn nicht an? Der Geist. Der Geisterblick funktioniert auch noch nicht. Rüstkammer. Was haben wir denn da? Schießen. Fertigkeiten. Banner. Plus 5% Banner. Gesundheitsüberschuss. Okay. Schildangriffe. Drücke L1, Stufe 1, plus 10% Schildschaden. Wir können dann nochmal, finde ich eigentlich gerade sehr geil, dann nochmal mehr Schaden damit. Was jetzt schon gerade echt viel Schaden macht. Hilft am Anfang vielleicht auch, gerade weil man noch ein bisschen defensiver vielleicht spielt. Wenn der Schildschaden noch stärker ist. I have a duty to stop him. Geht es denn jetzt lang? Würde ich erst woanders lang gehen.
Oh oh, da ist einer, wo wir. Wo wir. Lebensstein des Ritters. Okay. Wir haben einen neuen Lebensstein gekriegt. Oh, wir haben schon ganz viele. Gesundheitserholung 50. 55. 64. Plus 13% Waffentechnik Ladegeschwindigkeit. Hört sich gut an. Krankheitseffektstärke. Nee, dann würde ich den nehmen. 64. Und dann müssen sich unsere Schildfähigkeit schneller aufladen. Nicht gut. Nice. Fuck, wie schnell der irgendwann wird. Auch mega gut. Lag liegt der Hoffnung. Schluck Tee, hier wird schon wieder kalt.